Hallo allerseits, hier ist Stricky, endlich mal wieder bei Armored Warfare. Und da kam jetzt das Update 0.24 raus. Darauf gehe ich später mal näher ein. Gibt neue Missionen im PvE, also Caribbean Crisis Teil 2. Und einen neuen Händler, also praktisch neue Panzerlinien gibt's. Und auch bei diesen Changfeng gibt es einen neuen Tier 8 Panzer. Und ich habe mir einfach mal das Ding gegönnt. Kann ich ja so einfach mal sagen, ich habe es mir gekauft. Einen Jagdpanzer. PTZ 89 Saw. Gut, übers Design lässt sich jetzt streiten, aber ja. Passt schon irgendwo. Um ehrlich zu sein, achte ich da im Gefecht auch gar nicht so drauf. Und wenn wir mal schauen, ist das hier Changfeng, ich sag immer Changfeng. Ich hoffe, das wird mir nicht negativ angelastet hier. PTZ 89 gibt es auch normal gegen Gold, also kann man sich dann selber tarnen, wie man möchte, oder die Grundfarbe drauf lassen. Ist eigentlich eine ziemlich coole Kiste. Habe ich noch gar nicht so beachtet. Gut, ich habe jetzt das Spiel auch wirklich seit Ende letzten Jahres nicht mehr gespielt, muss ich zugeben, aus Zeitmangel einfach. So, Preview. Okay. So sehe das dann in Green aus. Naja, ich habe es jetzt halt hier gelb, weiß, grau. Können wir gleich nochmal schnell drauf machen, den Händler. So, also Stufe 7 Jagdpanzer. Und ja, was ist noch neu bei Changfeng? In Stufe 8 Panzer hier diesen VT4 hat man eingefügt. Chinesischer Exportpanzer, 125 mm Glattrohrkanone und so weiter. Na, mal gucken. Das, die Linie habe ich ja noch gar nicht angefangen, muss ich zugeben. Bin ja noch hier bei diesen Schützenpanzern, die mir ganz gut gefallen, muss ich auch sagen. Und will da erstmal die Linie durchziehen. Und da passt zum Premium-Panzer ganz gut, die bringen gut Credits ein. Bestand. Also ich, wie man sieht, ich habe auch kein Premium-Konto und auch nichts laufen an Boost. Mach nur schnell mal mein Kistlein auf. 50.000 Credits einfach so. 6.900 Erfahrung einfach so. Und eine Platin-Kiste. Geil. Nehmen wir auch noch mit. Oh, die mit Digital-Dingsbums, ja. 105.000 Credits einfach so. 15.000 Erfahrungspunkte einfach so. Schön, und auch diese Insignien und so, das ist eigentlich nicht übel. Kann man immer benutzen. Also der Grind hier kommt mir manchmal schneller vor als bei WoT, muss ich echt zugeben. Und ja, schauen wir mal, ne? Ich habe ja auch zufällig ein Replay. Und musste ich echt überlegen nach 3 Monaten, wo das war. Wir schauen uns das einfach mal an. Chronic. Nein, bin ich bescheuert. Ja. Replay. Also, das war ein Gefecht. 124.000 Credits gemacht, 4.300 Erfahrungspunkte. Und das ohne jeglichen Boost, ohne Premium, ohne Insignie, ohne gar nichts. Also, muss ich sagen, das lohnt sich. Operation Festung war das. Man sieht die Clan-Aktivitäten vom Gefühl her. Das ist jetzt nur ein Gefühl, aber nimmt das zu. Also ich weiß nicht, vor früher hat man da kaum mal jemand in dem Clan gesehen und jetzt viele im Clan-Gefechten. Oder die Clans sind dazu übergegangen, weil ja PvP tagsüber ein bisschen schwierig ist oder erst so am Nachmittag richtig gängig ist, dass die einfach, sag ich mal, die Dauerspieler, dass die Erfahrungspunkte einfach in PvE-Missionen holen, ne? So, hier typische Missionen. Schwierigkeit Mittel habe ich. Ich nehme meistens Mittel. Ist nicht ganz so schwer wie eine schwere. Ist ja logisch. Und auch nicht ganz so. Und bringt aber mehr Credits und Erfahrungspunkte als eine normale Mission. Also eine leichte, so rum. So, hier muss man einen Verteidigungspunkt nach dem anderen halten. So,
das hier ist die schöne Kiste. Moment, ich mach mal hier das Ding weg. Steht leider im Schatten. So, was auffällt, sehr flache Wanne, lange flache Wanne, hinten liegender Turm. Und da habe ich schon den ersten weggemacht. Ach nee, den ersten Schaden verteilt. Na komm, fahr, komm. Bäm, erste Fahrt weggerungst. Was auffällt ist, die Kanone ist ja dermaßen genau. Bin ich sehr entzückt. Also das macht übelst Spaß. Hab mich einfach hier ein bisschen hinten hingestellt. Haben natürlich auch andere Sniper mit dabei, wie den Ramka hier oder den. Mein Namensvetter ist ja auch dabei. Der kleine Fox, der gefällt mir auch ganz gut. So ein Jeep mit Raketenwerfer drauf. Keine Durchdringung, das ist das, was man hören möchte. Aber man sieht, wie klein der Zielkreis ist. Man kann eigentlich gleich losschießen, man muss nicht ewig warten, bis eingezielt ist. Und hab gerade mal lecker Kaffee getrunken. Retrofits habe ich jetzt zwei eingebaut, um beides mal die Optiken. Einmal die. Da, zack, weg ist er. Schaden ist auch ausreichend. Also beides mal, beide Optiken habe ich eingebaut. Einmal für die Bewegung und einmal, wenn ich stehe. Hab gedacht, Jagdpanzer, okay, ich will Sichtweite. Was ich noch einbaue, habe ich keine Ahnung. Muss ich mal. Oder vielleicht kriege ich mal einen Tipp von euch. So, 597 Schaden. Einfach so reingerungst. Und weil es so schön war, nochmal. Aus Versehen die Bäume hier in der Innenstadt kaputt gefahren, naja. So, Beschleunigung ist jetzt nicht der Oberhammer, aber er schafft seine 50 km/h, was auch ganz gut ist. Auch im Gelände. Aber wie gesagt, er braucht ein bisschen Zeit zum Beschleunigen. Was fliegt da oben eigentlich rum hier? Und auf mich wurde noch nicht ein einziges Mal geschossen übrigens. Also gut, das sind ja nun Bots. Aber die schießen ja auch. Okay, das war ein bisschen Schnellschuss. So. Das ganze Team recht offensiv. Also da merkt man auch, die wussten, von wo die Gegner kamen. Die wussten, wo die spawnen. Die wussten, wie viele kommen. Das ist dann schon die Erfahrung aus dem, wenn sie das schon tausendmal zum Grinden gespielt haben. Da hat er auf mich geschossen, das war das erste Mal. Munilager, bam! ...581 Schaden, ein Schuss, also was will man mehr? Wer einen guten Jagdpanzer braucht, als Premium zum Credit verdienen und zum Spaß, der kann den PTZ durchnehmen. Ob nun in der Tarnung oder in grün, ist Geschmackssache. Wobei ich auf so einer Winterkarte fallen die Farben gar nicht so auf, muss ich sagen. Auf einer Sommerkarte, vielleicht regt es mich dann doch auf. Ist egal.
Hier geht's weiter. Ich fahre. Oh Gott. Ganzen Pflanzen kaputt. Ich weiß nicht, was hier angebaut ist. Den Traktor hätte ich auch gerne. Nein. Tot. So, erledigt. Also, macht Spaß, die Kiste. Das war das erste Gefecht mit dem Ding. Rungs weg. Die Kanone ist so übel genau. Also, bin jetzt noch baff. Muss ich sagen, habe ich nicht so erwartet. Klar geht nicht jeder einzelne Schuss durch bei einem Leo oder so, aber so, jetzt kommen die bösen Flugzeuge und unsere Flugabwehrraketen machen sie kaputt. Bumm. Also das war mal wieder nach zweieinhalb Monaten ein Einblick in Armored Warfare. Hat mir Spaß gemacht. Auch wenn ich es nicht jeden Tag spielen kann. Aber es ist doch mal schön, mal wieder reinzugucken. Und werde mich demnächst an die neuen Missionen machen, die neuen PvE-Missionen hier. Upp. Diese hier. Und dann hoffe ich doch, dass ich da eine Belohnung kriege. So, schauen wir uns die Kiste nochmal an. Datenblatt. Machen wir mal Info. Wollen ja. Kommt ja gar nichts. Ah, jetzt. So, das ist ein chinesischer Kettenjagdpanzer, der auf der universellen Type 321 Plattform basiert. Verfügt er über eine 120 mm Kanone aus chinesischer Produktion. Zwischen 89 und 95 wurden ungefähr 230 Fahrzeuge produziert. Sie wurden 2015 ausrangiert. Kann man vielleicht auf eBay kaufen jetzt? Kann man immer mal gebrauchen, sowas. Okay. Hä? Ach, jetzt habe ich hier rumgeklickt. So. Also bis 600 Schaden macht der. Durchschlag 680 mm. Kräftig. Schaden pro Minute 4377. Also das ist gut. Nachladezeit ist auch gut. Die könnte ich noch ein bisschen... Kann ich die ein bisschen... Husten noch, muss ich gleich mal gucken. Sicherlich ist die Panzerung jetzt nicht so der Hammer. Aber wie gesagt, es scheint einen guten Tarnwert oder was zu haben. Ja, ja, Tarnung ist gut. Mal gucken, ob man die Nachladezeit noch ein bisschen. Verbessert die Nachladezeit um 5%. 1 Million. Oh. Aber, oder die Tarnung noch weiter. Das ist natürlich auch so ein Ding. Oder die Tarnung, ja. Wo war das hier? Ach hier, elektrooptische absorbierende Farbe. Tarnfaktor nochmal 5% mehr. Ach, das mache ich jetzt einfach mal drauf noch. Im Stehen habe ich jetzt 40% Tarnung. Okay. Werde ich öfters fahren jetzt die Kiste. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Stricky.